Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen One-on-One bei meinem 10.000 Abonnenten Cup. Ja, heute haben wir hier DTS Gravity gegen Reptile YouTube. Ja, Gravity auf jeden Fall starker Favorit meiner Meinung nach. Hat ja auch in der E-Sport-Szene auch schon einen kleinen Namen. Ich kenne ihn jetzt nicht so gut, um mit so viel über ihn erzählen zu können. Auf jeden Fall weiß ich, dass er schon ein paar Jahre im E-Sport aktiv ist. Deswegen für mich in dem Match auch definitiv Favorit. Ja, wir werden auf jeden Fall mal sehen, wie das Match hier verlaufen wird. Macht hier gerade zwei sehr schöne Kills, predicted allerdings den falschen Spawn. Reptile ist auf der anderen Seite gespawnt. Übrigens habe ich heute kein Co-Mod dabei. Das ist mein erstes 1-on-1, was ich alleine kommentieren werde. Ja, das soll es auch noch geben. Ja, wie wir mitbekommen haben, bei dem letzten 1-on-1, kurz AFK gegen Affinity Kai, gibt es ja momentan ziemlich viel Unruhe. Ich bin auf jeden Fall momentan am Überlegen, mit meinen Jungs da, N7 und so weiter, die ich mal so ein bisschen beim Cup unterstützen, zu organisieren und zu kommentieren und. Wir sind momentan überlegen, was wir da machen. Wir haben uns überlegt, wir werden das Ganze jetzt auf jeden Fall, ja gut, wir haben uns echt überlegt, wie wir das Ganze unterbinden können. Dann ist uns halt eingefallen, dass es halt ziemlich schwer ist, den Leuten eine Spielweise vorzuschreiben und auch einigermaßen unfair. Ich meine, wir können ja nicht sagen, ihr dürft jetzt überhaupt nicht campen oder sonst irgendwas. Ich meine, das geht nicht. Ne? Deswegen haben wir gesagt, nee, deswegen kam, der Kurz-AFK kam sogar heute von sich auf mich zu und hat mich gefragt, ob er denn nicht ein Rematch machen darf. Und da wir im Vorfeld schon überlegt hatten, ob wir nicht auch das Ganze nochmal wiederholen lassen, da es ja schon krass unfair war, was Kurz-AFK da gemacht hat. Ich meine, er hat es schon ein wenig übertrieben mit seinen Gecampe und das war schon mehr als grenzwertig, meiner Meinung nach. Viele schreien da auch mit Disqualifikation. Ja, schwierig. Also man kann ja keinen Gegner aus dem Cup rauswerfen, wo man einen Astro A40 gewinnen kann, was einen Wert von 250 Euro hat oder knapp 300. Kann man ja keinen Typ rausschmeißen, nur weil er ein bisschen defensiver spielt, ne? Ja gut, defensiver ist jetzt ein Auge des Betrachters natürlich. AFK hat sich das natürlich ziemlich zu Herzen genommen. Hat das schon fast perfektioniert. Ja, wie gesagt, das ist halt schwierig, da eine gute Lösung zu finden. Dann haben wir auch überlegt, einfach mal eine Regeländerung zu machen. Das wäre auch eine Option gewesen, einfacher da Always On anzumachen ab der dritten oder vierten Runde. Das wiederum wäre wieder unfair für die Leute, die aus dem Cup ausgeschieden sind. Ja, deswegen haben wir da jetzt einfach die Lösung gefunden, dass es da ein Rematch geben wird, was auch heute im Laufe des Tages noch auf YouTube zu sehen gibt. Das ist, denke ich mal, die beste Lösung. Und dann wird man ja sehen, wer von den beiden da besser spielen wird. Ich muss mal meine Kopie hier checken. So, sorry, das muss ich kurz klären. Ja, jetzt kommen wir erstmal hier zum Match. Gravity jetzt momentan mit einer 14er Gunstreak bzw. Killfolge. Kann hier Reptile hier ziemlich zusetzen. Steht auch 14:0 nach Kills. Da sieht man einfach die Stärke eines E-Sportlers gegenüber eines Public-Spielers. Ja, da sieht man einfach die Unterschiede. Und Gravity verkauft sich hier natürlich sehr gut momentan, wird seiner Favoritenrolle auch mehr als recht. Kann hier ziemlich Druck aufbauen gegen Reptile. Reptile ist schon ziemlich chancenlos, hier spielt er momentan mit PDW gegen die AN. Obwohl Gravity hier gerade mit der PDW gepickt hat. Kann da leicht veraimen und Reptile kann ihn ziehen. Jetzt steht es nur noch 12:13. Hat da seine ersten zwei Kills gemacht, der gute Reptile. 5 Minuten verbleibend.
wird Reptile noch Profit holen, das wäre natürlich gut für seine Psyche, um nicht ganz demotiviert in die zweite Runde reingehen zu können. Ja, Reptile ist ein bisschen defensiver. Gravity lässt ihn natürlich nicht aus dem Haus raus, deckt da jede Seite ab, hat da alles im Blick und kann ihn natürlich auch finishen jetzt. Predicted den richtigen Spawn, will er die Spawn nicht werfen. Choke da ein bisschen, kann ihn dennoch finishen, macht jetzt wieder so 15 zu 0 nach Scores, sieht direkt aus dem Spawn pushen, kann da keine Hits setzen, versucht ihn dennoch wieder abzufangen. Reptile jetzt hier im Haus, versucht ihn da irgendwie zu spotten, preempt auf das Auto. Ja, Reptile jetzt hier leider ein bisschen chancenlos gegen die starke N von Gravity. Vielleicht wäre ein Waffenswitch jetzt mal angebracht. Schöner Spawnkill hier von Gravity. Pusht auch direkt wieder zum nächsten Spawn rüber. Kennt sich hier richtig gut aus auf Nuketown. Weiß, was er zu tun hat. Weiß, wie er zu laufen hat. Und das ist One-on-One-Gameplay vom Feinsten hier von Gravity. Das macht er schön gerade. Definitiv hier einer der Spieler, wo es ins Finale schaffen kann, meiner Meinung nach. Ist ein sehr guter Spieler hier, verkauft sich gerade gut. Ist definitiv ein Finalanwärter. Mal gucken, wie weit das in den Cup schaffen wird. Ich weiß noch nicht, wer jetzt nach dieser Runde der nächste Gegner ist. Das kann ich ja im Moment mal schauen. Gravity jetzt wieder mit einer 7er Killstreak hier. Macht jetzt das 20 zu 0 nach Punkten. Setzt die Reptile auf jeden Fall ziemlich zu. Jetzt schaue ich mal, wer der nächste wäre. Der Gewinner aus diesem Match spielt dann gegen Enox Rex. Keine Ahnung, sagt mir persönlich gar nichts. Hat nur im Vorfeld 25 zu 1 gegen Amazing Skillex und dann 5 zu 4 gegen Subs. Das ist also der Gegner nach diesem Spiel hier. Könnte eventuell auch spannend werden. Man weiß es nicht. Ja, ein bisschen mehr als 2,5 Minuten hier verbleibend. Gravity nach wie vor in der Führung. 22 zu 0. Erhöht das Ergebnis auch schon auf 23 zu 0. Wird er jetzt den 25 Punkte holen, bevor die Zeit abläuft? Damit wäre das Spiel dann wieder beendet vorzeitig. Das haben wir bisher auch erst auf einer Map gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat. Gravity predicted jetzt hier leider den falschen Spawn. Reptile versucht aus dem Spawn zu kriechen, versucht da Gravity ein wenig zu spotten, um die First Hits zu machen. Und hat da leider Time Lag. Gravity mit den 25 zu 0 auf der ersten Map. Das ist bitter gelaufen für Reptile. Konnte da leider nur 2 Kills holen gegen Gravity. Somit Gravity mit 25 zu 0 auf der ersten Map. Und mal gucken, wie es auf der zweiten Map jetzt laufen wird. Wird Reptile da noch ein paar Punkte oder wenigstens Kills holen? Das hoffen wir alle für ihn. Reptile momentan ziemlich chancenlos. Ich trage das Zwischenergebnis mal ein. So, und ich denke mal, ich starte einfach mal direkt durch. Die Jungs werden soweit ready sein. Obwohl, ne, ich frage lieber nach. Hab ich aber sonst jeden anderen auch gemacht. Seid ihr ready soweit? Kann ich auf die zweite Runde starten? Oder möchte jemand noch Klassen ändern oder sonst was? Nee, das bringt nichts. Alles klar. Jo, dann good luck für die zweite Runde. Good luck. So, dann sind wir auch schon direkt auf der zweiten Map hier. Wir gucken jetzt am Anfang einfach mal Gravity zu. Take it to. Mal gucken, wie er das Opening gestartet. Zückt auch schon das Knife raus. Pusht er in die Mitte? Ich weiß gar nicht, was Rap da geworfen hat. Was ist das, eine Nate? Und da ist auch schon der First Track von Gravity. Er versucht den Spawn zu predicten. Entscheidet sich doch für die richtige Seite. Kann ihn da aber nicht spotten. Wird er ihn pushen oder warten? Ah, Reptile da mit der besseren Posi kann ihn finishen. Jetzt mit der M8 unterwegs. Reptile hier
ohne Ninja unterwegs. Ich glaube, das ist ein ziemlich großer Nachteil gegen so einen Gegner wie Gravity. Da sollte er doch lieber auf Dead Silence switchen. Ja, hier Reptile auf jeden Fall kommt besser in die Map rein. Jetzt schon 2 Kills. So viele Kills, wie er in der ersten Runde geholt hat. Und das schon nach einer Minute. Schöner Dropshot hier von Gravity. Gravity erneut in den Push in den Spawn. Kann ihn dann nicht spotten. Reptile schon draußen am Haus vorbei. Versucht da Gravity in der Mitte zu sehen. Beide müsst gleich zum Gunfight kommen. Gravity in der besseren Posi und finisht ihn da auch. Jetzt hier die First Frags von Gravity. Gravity ziemlich weak. Challenge ihn und kann ihn finishen. Jetzt wieder 3:0 nach Punkten für Gravity. 8,5 Minuten verbleiben. Gravity kann an der Leistung der ersten Map anknüpfen. Predicted da wieder den Spawn. Sieht Reptile auf. Und kann ihn wegspringen. Sag mal, da auch ein bisschen der Vorteil von Gravity, dass er da auch schon ein vernünftiges Gaming-Headset hat. Somit auch Reptile ein wenig Soundhorn kann. Beziehungsweise er hört, wo er rumläuft. Somit ist es für ihn ein bisschen einfacher, weil er weiß, auf welcher Seite er ist. Für Leute, die den Spawn nicht ganz kennen, wäre so ein Gegner wie Reptile vielleicht genau richtig. Da er sich immer so ein bisschen selbst verrät, weil er ohne Dead Silence spielt. Und das ist, ja, meiner Meinung nach muss man Dead Silence spielen bei 101. Das ist einfach Pflicht. Gerade auf so einer kleinen Map wie Nuketown. Was war denn das für eine Nade von Reptile hier gerade? Ich weiß nicht, ob die gewollt war. Und hier Reptile mit starken Aim-Choke. Oh, kann ihn dennoch finishen. Am Ende noch schön geaimt von Reptile. Gravity hat ihn da versucht noch zu challengen. Wollte einen Dropshot hinlegen. Wurde allerdings gefinished von Reptile. Jetzt 4:1 nach Punkten. Ein bisschen mehr als 7 Minuten verbleiben. Reptile da ist verwirrt. Schießt auf Puppen. Wird er da langsam nervös gegen so einen Gegner wie Reptile? Jetzt ein bisschen defensiveres Gameplay hier. Wollte ich gerade sagen, da läuft er auch schon wieder raus, der Reptile. 5:0 nach Punkten jetzt für Gravity. Auf jeden Fall, er macht eine bessere Wahl bei Reptile. Hat jetzt schon insgesamt zumindest 3 Kills. Einen Kill mehr als in der vorigen Map. Gravity aber insgesamt einfach stärker. Hat mehr Spielpraxis, kann das Ganze besser umsetzen hier. Predicted richtig Spawn, kann ihn schön aus dem Spawn killen. 7:0 nach Punkten. Versucht die Spawn-Aid zu werfen in die Garage auf dem Blue Side. Kriegt keinen Hitmarker. Schöner Kill von Reptile. Muss jetzt allerdings ein bisschen pushen, läuft hier viel zu viel gecrouched rum. Das ist halt der Fehler, da er keinen Ninja hat, muss er einfach mehr gecrouched rumlaufen. Und deswegen kommt er einfach nicht schnell genug um die Map rum, ist viel zu langsam und das viele wertvolle Zeit da verloren. Und Gravity hat da viel einfaches Spiel. Setzt da. Ja. Schön gemacht von Gravity. Kleiner Joke von Reptile da. Ich werde mal irgendwas trinken. Ja, in dieser Szene hat man es wieder sehr gut gesehen gerade, dass kein Dead Silence natürlich ist. Da wurde nämlich der Soundhawk von Gravity. Hat das schön gehört, wo hingelaufen ist und naja, konnte ihn dann auch finishen. Hier schön ein Jumpshot von Gravity. Jetzt 10:0 momentan nach Punkten. Letzten 5 Minuten brechen jetzt gleich an. Reptile momentan leider absolut chancenlos. Kann er die Hits setzen, ihn allerdings nicht finishen. Für Gravity momentan leichtes Spiel. Kann da ein Spawnkill nach dem anderen machen. Gravity sieht ihn nicht. Beide laufen gerade aneinander vorbei. Gravity hätte ihn eigentlich sehen müssen. Reptile versucht ihn in der Mitte zu spotten.
Wird jetzt aber gesehen von Gravity. Gravity kann ihn finishen, jetzt 14:0 nach Punkten. Versucht wieder den Spawn zu pushen, predikt den richtigen Spawn. Sieht ihn nicht, Time Luck für Reptile, er muss den finishen. Und choke da, Turndown von Gravity, schön gemacht. Allerdings schlecht von Reptile, da hätte er nicht die First Shot setzen müssen, wenn er nicht einen feinen Kill machen kann. Jetzt hier Gravity weak in der Mitte. Ja, dennoch der Two-Bump. Jetzt wieder mit einer 10er ganz weak hier von Gravity. 16:0 nach Punkten, 4 Minuten verbleibend. Das wird wohl ziemlich eindeutig für Gravity ausgehen. Reptile absolut chancenlos. Schöne Nate von Gravity. 16:0. Momentan steht es 21:6 nach Kills für Gravity und 16:0 nach Overall Punkten. Ah, Raptor müsste ihn jetzt eigentlich gleich in der Mitte sehen. Hat er ihn gesehen? Letzter wieder den First Shot und ist wieder am Choken. Wieder der Kill für Gravity. Gravity versucht ihn da zu sprayen. Kann den Kill noch setzen. Prediktet allerdings wieder den falschen Spawn, muss jetzt wieder rüberlaufen. Reptile sollte ein bisschen seine Nades einsetzen. Wird ihn zwar nicht so viel bringen, da Gravity mit Maske spielt, allerdings, ja, was soll ich dazu sagen? Ist ein ziemlich unausgeglichenes Duell hier momentan. Reptile hart am Choken, fast der Turnout von Gravity noch in der Mitte, kann ihn allerdings mit dem letzten Shot noch finishen hier. Lucky von Reptile. Ja, Reptile nach wie vor leider chancenlos hier, ziemlich unausgeglichen. Gravity tut ihn einfach wegbashen. Keine Chance. Da wird er weggegammelt. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. 19:1 nach Punkten für Gravity. Wird der gute Reptile das Spiel ohne Punkte verlassen oder wird er noch einen Gnadenpunkt rausholen können für sich? Beide aneinander vorbeigelaufen. Reptile jetzt oben, ne, unten im Haus. Müsste jetzt eigentlich gleich gesehen werden von Gravity. Und Timelag! Timelag für Gravity kann Reptile da ziehen. 21:0 nach Punkten. Ein bisschen mehr als 1 Minute verbleibend. Wird Reptile noch den Gnadenpunkt holen in dieser Runde? Ja, das schön predicted von Gravity. Kann da Reptile wieder ziehen. 22:0. Predicted da den falschen Spawn. Muss rüber switchen. We're winning this fight. Geht aber auf Nummer sicher. Reptile mit der letzten Minute versucht noch einen Kill zu machen, damit er nicht zu null die Runde beendet. Kann da Gravity allerdings nicht in der Mitte spotten. Jetzt sind sie fast gegenüber und können sich nicht sehen. Wer sieht wem zuerst? Oh, Gravity sieht ihn zuerst und kann nicht finishen. Pusht den falschen Spawn. Geht jetzt wieder rüber zur anderen Seite. Reptile nach wie vor ist im Zugzwang. 30 Sekunden verbleiben. Wird er noch einen Kill holen? Um nicht zu null dieses Spiel zu beenden. Nein! Er ist down. Stark von Gravity. 25:0 für Gravity. Gutes Spiel. Damit overall 50:0 für Gravity gegen Reptile YouTube. Ja, damit an dieser Stelle von mir. Gutes Spiel an Gravity. Starke Leistung. Und danke dir, Reptile, für die Cup-Teilnahme. Ich werde kurz mein Headset reinstecken, mich bei den Spielern nochmal selbst bedanken. Euch, meinen Zuschauern, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns. Capo the Boss is out. Cheers.